Meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ja, lehnt euch zurück, nehmt euch was Kaltes zu trinken oder auch einen Kaffee, je nachdem, wie ihr es am liebsten mögt. Es wird ein etwas längeres Video. Ich habe, wie ich mir sicher bin, ein interessantes Thema. Aber fangen wir direkt mal an. Bevor ich zum Hauptthema komme, möchte ich noch einige andere Dinge zur Sprache bringen, wie so häufig. Ja, wie einige von euch da draußen vielleicht schon bemerkt haben, oder zumindest die echten Christen da draußen sollten es bemerkt haben, dass es sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass wir uns halt mitten in der Endzeit befinden. Und wie Jesus damals schon vorausgesagt hat, wächst in den Herzen der Menschen auch oder insbesondere in den Herzen von Scheinchristen. Die Falschheit, die Kälte, die Herzen werden hart, die Nacken werden steif, das heißt, sie werden stur, wie die Bibel sagt. Und wir sehen Wölfe, die sich jahrelang als Schafe ausgaben und Videos auf Internetplattformen oder Foren machten. Die werden Stück für Stück nun von Gott der Verwirrung hingegeben. Ich habe es schon mehrmals erwähnt. Einige werden sogar verworfen und wir sehen es mit eigenen Augen. Den echten Christen fällt sowas natürlich auf. Die Bibel nennt das in der Offenbarung, die Bösen werden böser und die Rechtschaffenen bleiben rechtschaffen. Da ich seit 5 Jahren Videos über den Glaube mache, über die Bibel, über Jesus, über Gott, fällt mir natürlich vermehrt auf, dass sich die Menschen mehr und mehr verändert haben. Auch oder insbesondere in den Kommentaren zeigt sich das, denn die Kommentare werden verrückter, die werden bösartiger. Angebliche Christen wollen Leuten wie mir oder auch andere, die die Wahrheit verbreiten, sie wollen sie schaden. Und da sie verwirrt und oder verworfen sind, können sie es natürlich nicht merken, dass sie sich oft dabei sogar im Bereich der Kriminalität begeben. Und wie es bei einem Narren so ist, tragen Narren ihren Stolz und ihre Unwissenheit gerne wie eine Krone mit sich herum. Und viele von ihnen schreiben mich mit den haarsträubendsten Pseudofragen an. Oder mit Anschuldigungen an. Ja, und ich habe mich dazu entschlossen, da meine Zeit sehr begrenzt, aber auch wertvoll ist, ich aber dennoch wirklichen Neulingen und milchtrinkenden Christen, die wirklich zu Jesus kommen wollen oder die wirklich Hilfe suchen, denen möchte ich natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber auch ich muss anfangen auszusortieren. Und zwar muss ich sehen, natürlich mit Erkenntnis, logisch, welche Fragen, die ich bekomme, sind ernst gemeint und welche Fragen dienen nur dazu, mir die Zeit zu stehlen oder zu trollen. Da gibt es Damen und Herren, die von irgendwelchen neidischen YouTubern geschickt werden, die selber nichts auf der Reihe kriegen, außer den ganzen Tag Videos über andere Christen zu machen. Und in ihren verwirrten Köpfen meinen sie wirklich noch, sie würden das alles im Namen Gottes tun. Oft sind solche Leute auch noch hinterlistig und feige und kommen nicht selbst, sondern schicken ihre kleinen Ottern los, die dann auf meinem Kanal kommen, sich als Brüder und Schwester ausgeben, nur um zu trollen oder im Hintergrund für irgendwelche Pseudochristen Themen für deren Schnarchvideos zu bekommen. Die Videos von diesen Menschen, die völlig ohne Salz, völlig ohne Logos sind. Und ja, mir ist aufgefallen, dass mehr und mehr Ottern und Schlangen auf meinen Kanal hin und her schlittern und krauchen. Und oft haben sie weder ein Profilbild, noch
Sind irgendwelche Tätigkeiten auf ihrem Scheinkanal zu beobachten? Und dennoch meinen Sie oder glauben Sie, Sie können mich bezüglich bestimmter Themen ansprechen? Oft sind es Themen, die ich längst in älteren Videos ad acta gelegt habe. Dinge wie in der Bibel steht nirgendwo, dass die Speisegebote aufgehoben sind. Oder du bist ein Irrlehrer, du bist ein Antichrist, weil du predigst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und was natürlich nicht fehlen darf, die ewig zum Gähnen anregende Thematik zum Sabbat. Ja, und deshalb habe ich mich nun dazu entschlossen, Fake-Profile, die keine echten Bilder haben, keine Profilbilder, die werde ich direkt löschen. Und die werde ich direkt blockieren. Denn oft sprechen solche Clownsnasen auch davon, dass ich ja keine Früchte bringe. Und dass ich ja niemandem mit meinen Videos helfen würde, zu Jesus zu kommen. Dabei vergessen sie oft, dass ich inzwischen etwa 300 Videos zum Thema Glaube auf meinem Kanal habe. Und sie, die dort sprechen, nicht ein einziges Video. Das zeigt doch, dass sie nichts als Heuchler und Neider sind. Und auch ist solchen Menschen scheinbar nicht klar, dass ich hier keinen Kindergarten betreibe, sondern ernsthaft über den Weg zu Jesus Christus rede, über den Glauben rede. Wenn ich jedoch sehe, dass dort jemand ist, der sich als Christ ausgibt und mich dann fragt, ob ich zum Beispiel jemals die Bibel in Althebräisch gelesen habe. Und ich bemerke, dass der Mensch, der mich da anschreibt und mir diese Fragen stellt, eine Sonne mit Auge, Nase, Mund als Profilbild hat, oder Biene Maya, oder Son Goku, dann dürfen diese Menschen in Zukunft nicht von mir erwarten, dass ich mich wirklich eine halbe Stunde hinsetze, deren Geschwafel mir durchlese. Mir dann noch mehr Zeit nehmen werde, zu antworten. Wenn ihr wollt, dass ich mich ernsthaft mit Fragen oder auch mal mit Kritik auseinandersetze, dann zeigt gefälligst, wer ihr seid und lasst mich einen Blick auf euren Kanälen, auf eure Kanäle werfen und zeigt mir erst einmal, was ihr dem Reich Gottes für Früchte gebracht habt, welche Videos ihr gemacht habt, was ihr draußen tut, wie ihr auf den Straßen versucht, Leute zu Jesus zu führen. Wer sich nämlich hinter einem Donald Duck-Bild versteckt oder verstecken muss, der hat etwas zu verbergen. Rocky sind Fliegen, machst du fertig. Aber solche Kommentare von Donald Duck, Daisy Duck etc., die werde ich in Zukunft löschen. Und auch, wie gesagt, ich habe es etliche Male erwähnt, und jeden Tag kommen Kommentare mit Links zu anderen Videos, wo ich immer und immer erwähnt habe. Kommentare mit Links zu Videos und anderen Internetseiten, die werden direkt in den virtuellen Mülleimer geworfen, weil ich keine Zeit habe, mir 2- oder 3-stündige Videos anzuschauen. Ich habe nicht die Zeit nachzuprüfen, ob diese Videos wirklich mit Logos gefüllt sind oder ob es Schmarren ist. Und die meisten Videos, die mir zugeschickt werden, die muss ich nach 5 Minuten ausmachen, weil sie völlig ohne Logos sind. So viel dazu. Aber wie gesagt, ich habe nicht die Zeit, mir diese Videos immer anzuschauen. So, das sollte aber erstmal für heute genug sein. Jetzt zum Thema. Ah, ich wollte schon sagen, ich muss mein Handy wie immer ausschalten, was ich jetzt auch hiermit direkt machen werde. Oft stellte ich mir die Frage, warum immer mehr Christen das Sündigen allzu locker nehmen. Was ist jetzt wieder los? Viel zu locker für mein Verständnis. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder habe ich Videos über dieses Thema gemacht, und nach gab Gott mir auch Erkenntnis und Aufschluss darüber,
Warum so viele Christen sorglos sündigen und dabei auch noch Ausreden und Rechtfertigung dafür suchen. Und nicht nur das, oft suchen sie sich sogar Bibelstellen heraus, die natürlich völlig einfach rausgezogen wurden, die meist zu einem völlig anderen Zusammenhang dort stehen, aber sie benutzen sie für die Rechtfertigung ihrer Sünde. Und sie interpretieren diese Bibelverse so für sich um, dass sie ihre Liebe für die Sünde gerechtfertigt sehen. Einer der schrecklichsten und unreifsten Sprüche, die ich in den 5 Jahren als Christ immer und immer wieder gehört habe, und der mir geradezu, ich muss es auf gut Deutsch sagen, zum Hals heraushängt, ist der Spruch: Wir sind ja alle Sünder. Da kann man solchen Leuten 100 Beispiele aus der Bibel zeigen, die belegen, dass wir zwar alle Sünder waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind, aber nun als neugeborene Christen, wenn man denn wirklich neugeboren ist, dass man dann dazu berufen ist, heilig zu sein. Denn unser Herr ist heilig. Und wer wirklich in Jesus Christus ist, der sollte nicht mehr sündigen. Der sollte auch nicht mehr die Lust so vehement verspüren, wie er sie vorher vor dem Neugeborenwerden. Das sollte sich alles ein bisschen anders entwickeln. Denn ansonsten war das Opfer für ihn am Kreuz umsonst und es wird keine weiteren Opfer mehr geben. Es bringt nichts. Denn wir, die wir echte Christen sind, wir wissen, verunreinigt die Sünde nicht nur den Tempel, sondern sie entfernt den Sünder auch mehr und mehr von der Wahrheit. Jede Sünde, die wir begehen, entfernt uns mehr und mehr von der Wahrheit. Auf Deutsch: Wer rein und ohne Sünde lebt, wer tagtäglich gegen seine Sünden ankämpft, und jetzt versucht mir nicht wieder die Worte im Mund umzudrehen. Ja, wir selber sind es ja nicht, die wir kämpfen, sondern Gott kämpft in uns. Hört auf mit den Haarspaltereien und hört auf, Erbsen zu zählen. Wer rein und ohne Sünde lebt, in dem wird Jesus Christus und der Heilige Geist wohnen. Fangen wir jedoch an zu sündigen und somit die Gnade unseres Vaters und das Opfer seines Sohnes mit Füßen zu treten und verschmutzen uns selbst. Jesus und der Heilige Geist werden nicht in einem verschmutzten Tempel wohnen und sie werden sich Stück für Stück von dem Tempel, sprich dem Menschen, dem Sünder, entfernen. Es gibt jedoch jemand, der es liebt, in dreckigen, in sündigen, in verschmutzten Tempeln zu leben und zu hausen. Und zwar ist dieser Bursch der Satan und seine Dämonen. Und sobald Jesus und der Heilige Geist sich weit genug von dem Sünder entfernt haben, dann ist Platz in dem Sünder für einen ganz anderen Bewohner. Und Satan wird nur darauf warten, euch ein oder zwei oder sieben oder eine Legion anderer Bewohner zu schicken. Und diese sieben, die sind alle schlimmer als der Dämon, der vorher, bevor ihr zu Jesus gekommen seid, in euch gewohnt hat. Fassen wir es nochmal zusammen. Denn hier haben wir eines der wichtigsten, größten Geheimnisse einer Sache, die ich gerade in den letzten 2 und mehr Jahren immer und immer wieder beobachtete. Ehemalige Christen, die einst gute Erkenntnis hatten, die ein gutes und echtes Evangelium voller Logos predigten, und plötzlich sieht man, plötzlich sehe ich, wie sie Schatten ihrer selbst werden. Und sie predigen, aber man sieht, wie sie mehr und mehr abstürzen. Sie werden überemotional plötzlich. Sie brabbeln unverständliche Worte daher. Und was sie sagen, sie reden und reden, aber sie sagen im Grunde genommen nichts. Aber was sie sagen, das hat kein Salz mehr plötzlich. Sie predigen ohne Logos. Sie werden ein ärmliches, erbärmliches Schauspiel für die Welt und sie fangen an, Lügen zu predigen, anstatt die Wahrheit. Was aber spirituell gesehen völlig logisch ist. Denn die Wahrheit, in Klammern Jesus, ist nicht mehr in ihnen, sondern die Lüge
hat ihr Haus gebaut, in Klammern Satan. Und im Grunde genommen ist das ein sehr leicht nachvollziehender Vorgang. Aber leider meist nicht für die Sünder, da sie im Zustand der Sünde meist einen roten Drachen auf ihren Schultern sitzen haben und sie nicht sehen, dass sie bereits völlig abgedriftet sind. Und sie sind auch nicht mehr in der Lage, von anderen Christen zu hören, wie selbige den Versuch machen könnten, sie zurechtzuweisen und damit von der riesigen Straße der Sünde zurück auf den schmalen Pfad zurückführen zu wollen. Denn der Dämon hat dafür, wie ich schon im letzten Video kurz angeschnitten habe, der Dämon hat eine Sicherheitsvorkehrung im Sünder eingebaut. Diese Sicherung nennt sich Ego, sie nennt sich Stolz oder sie nennt sich auch Überheblichkeit. Was heißt, dass der Sünder jede Art von Zurechtweisung durch den dämonischen Filter in sich als absoluten Angriff ansehen wird. Und neulich kam mir zu diesem Thema eine weitere Erkenntnis, warum heute mehr Pseudochristen denn je geradezu in der Sünde baden. Im Grunde gibt es etliche Gründe dafür. Und die meisten davon habe ich auch schon in einigen Videos angesprochen. Aber heute möchte ich jetzt, oder ich möchte einen Grund aufzeigen, den ich, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht angesprochen habe. Und zwar ist es der Werdegang der jeweiligen Sünder. Ein schlauer Mensch sagte mir mal, dass alle Menschen, die nach dem Jahre 1975 geboren wurden, verweichlichte Menschen sind. Womit dieser Mann gar nicht mal so falsch lag. Auf spiritueller und natürlich auch auf physischer Ebene. Denn solche Leute haben oftmals keine echte Härte in ihrem Leben kennengelernt. Und wenn doch, dann hatten sie stets Eltern oder Kumpel, die sie flugs aus solchen Situationen herausgeholt haben. Oft haben solche Menschen eine antiautoritäre Erziehung genossen, was heißt, dass sie ihre eigenen Eltern nicht als Autoritäten ansahen, sondern allenfalls als Kumpeltypen oder gar, wie es heute noch schlimmer ist, eher als Untergebene. Ich habe Fälle erlebt, wo Kinder ihren eigenen Eltern schlugen und die Eltern so dermaßen schwach und verweichlicht waren, dass sie absolut nichts dagegen taten. Sie waren hilflos. Die Elite hat natürlich ihr Übriges dazu getan. Unter dem Vorwand des Schutzes für die Kinder hat der Staat nämlich den Eltern die Verantwortung für die Erziehung der Kinder längst entzogen. Und wenn heute mal ein Kind einen Klaps auf den Hintern bekommt, ja, dann kann das Kind direkt die Eltern anzeigen. Und den Eltern kann ganz schnell das Kind entzogen werden. Oft finden sich auch Eltern zusammen, die in erster Instanz überhaupt keine Kinder hätten zeugen dürfen. Das sind Väter, die absolute Beta-Männer sind. Sie suchen sich irgendwelche One-Night-Stands, suchen sich irgendwelche Frauen, die voll sind mit Rebellion und dem Isabel-Geist. Es sind oft Frauen, die Abziehbilder der eigenen Mutter des Betamannes sind. Und im Zuge ihrer fleischlichen Geilheit, muss ich es mal so ganz knallhart ausdrücken, wird also aus Versehen ein Kind gezeugt. Betamann und Isabel-Frau, sie sind nicht mal verheiratet meistens. Weder vor dem Staat noch vor Gott, was weitaus wichtiger ist. Und es wird eine unheilige Allianz geschlossen. Beide, Mann und Frau, sind in einem gefallenen Zustand. Der Mann hasst seine schwangere Freundin, weil er, ohne es selbst zu merken, ein spirituelles Abziehbild seiner Mutter mit ins Bett genommen hat. Und da er seine Mutter nie vergeben hat, die ihn damals gegen den saufenden Vater manipuliert hat, empfindet der Betamann sofort einen Hass auf diese Isabel-Frau. Und der Hass wächst weiter, weil diese ihn nun mit einem Baby an sich gekettet hat.
Die Frau wiederum hasst ihren Freund ebenfalls, denn unbewusst hat sie sich einen Bad Boy angelacht, weil Bad Boys ja so cool sind. Dass dies im Grunde aber nicht ihre Entscheidung war, ihre eigene Entscheidung, sondern die des Dämons, der in ihr wohnt und der für sie entschieden hat, sich zu diesem Beta-Mann, in Anführungszeichen, möchte gern Bad Boy, dass sie sich zu ihm sexuell hingezogen fühlte, weil der sie wiederum spirituell daran erinnert, was für ein wertloses Miststück sie ist. Und dieses Gefühl, dass sie ein wertloses Miststück ist, muss ja echt sein, es muss ja die Wahrheit sein. Denn warum sonst hätte sie ihr Vater im Alter von 8 oder der Onkel oder der Bruder oder wer auch immer sie damals missbraucht? Da dieser Gedanke, dass sie ein Miststück ist, natürlich auch nicht von ihr selber kommt, sondern von dem unreinen Geist, den sie bekam, als sie damals missbraucht worden war, darüber ist sie nicht im Klaren, weil sie voller Ablehnung und Hass ist und sie dadurch auch nie zu Gott kam. Das heißt, sie ist blind und taub. Sie kann die spirituellen Zusammenhänge nicht erkennen. Fassen wir hier also zusammen. Hier haben wir nun dieses Pärchen des Grauens. Und schon in der Schwangerschaft spürt das kleine Kind in der Gebärmutter den Hass der Eltern auf die Welt, aufeinander und auf das arme Kind. Weil Beta-Vater und Isabel-Mutter das Kind nun als Ventil für ihre eigene Verbitterung und Ablehnung sehen. Das Kind selber bekommt in der Gebärmutter durch den Hass der Eltern bereits ebenfalls den Geist der Ablehnung und natürlich viele andere Geister. Machen wir kurz eine Pause, denn viele Außenstehende, die ohne Jesus gehen, die werden sich jetzt denken, was quatscht der Typ da? Was redet er da überhaupt für einen absoluten Schwachsinn? Aber ich hoffe und ich bete, dass es einige da draußen gibt, deren Fundament mit Jesus stark genug ist, dass Gott euch nun Verständnis gibt. Und ich hoffe, dass ihr mir bis hierhin, bis zu diesem Schritt folgen konntet. Denn es geht noch weiter. Und ich möchte langsam zu des Pudels Kern kommen. Also, diese Eltern, die völlig ohne Logos leben, die völlig ohne Autorität leben, mein Arm ist eingeschlafen, werden ihr Kind auch dementsprechend erziehen. Es wird sehr wahrscheinlich eine komplette antiautoritäre Erziehung werden. Die Eltern werden dem Kind keine Liebe geben können, weil sie selber keine Liebe in sich haben. Sie werden dem Kind allenfalls eine geheuchelte Version von Liebe vorspielen. Aber in Konfliktsituationen werden sie dem Kind möglicherweise sogar unverhohlenen Hass entgegenbringen und dem Kind vielleicht sogar Schuldgefühle einreden. Das Kind werden sie als Punchingball hernehmen für ihr eigenes verfuschtes Leben. Versuchen wir jetzt nur die Kurve zu kriegen. Solche Generationen von Menschen wurden insbesondere in den letzten 25 Jahren zuhauf herangezogen. Da solche Kinder ohne Respekt und Liebe für und von ihren Eltern aufgewachsen sind, lehnen sie von Anfang an jegliche Art von Autoritäten ab. Ihre Eltern waren keine Autoritäten. Und jetzt kommt der springende Punkt. Diese Art von Kinder finden wir nun täglich als Erwachsene auf YouTube, Erwachsene in Anführungszeichen, auf YouTube, auf Facebook, auf anderen Plattformen. Und sie spielen nun Christen. Im Zuge ihrer antiautoritären Erziehung haben sie nie gelernt, was Respekt bedeutet. Sie haben keine wirklichen Moralvorstellungen. Sie haben keine richtigen Wertvorstellungen. Und nun, mit diesen schlechten Voraussetzungen, predigen sie nun nicht den Gott der Bibel, sondern sie basteln sich ihren eigenen Gott und Jesus. Und sie basteln beide so zusammen,
wie sie es selbst erfahren haben. Und ihr eigener gebastelter Gott stellt für sie selbst keine Autorität dar. Verse der Bibel, wo es heißt, Gottesfurcht ist der erste Schritt zur Erkenntnis und Weisheit, ignorieren sie einfach. Oder sie überlesen solche Stellen. Sämtliche Stellen, insbesondere auch des Alten Testaments, wo es heißt, dass Gott straft oder komplette Völker wegen Ungehorsam, wegen Hurerei ausrottet, wie zum Beispiel in Mose oder in Könige, auch davon wollen sie nichts wissen. Gott straft? Niemals. Gott lässt die Menschen testen? Ach, was. Gott bricht die Menschen, um zu sehen, wo wirklich unser Herz liegt. Das kann nicht der Gott der Bibel sein. Die Menschen haben sich einen antiautoritären Gott ausgedacht. Oder besser, der unreine Geist in ihnen hat sie zu diesem Denken inspiriert. Ihr Fantasiegott, der vergibt immer, hat Gnade für alle. Jede Sünde, egal wie schwierig sie auch ist, wie hart sie auch ist, wie gemein sie auch ist bereits im Vorfeld durch Jesus am Kreuz sofort vergeben. Einmal gerettet, immer gerettet. Und jede einzelne Bibelstelle, die etwas anderes sagt, die wird entweder überlesen, sie wird ignoriert von solchen Leuten, oder es ist halt eine falsche Übersetzung, aber sie finden immer irgendeinen Weg, um sich drumherum zu oder rauszureden. Aber da frage ich euch, und ich frage solche Leute, ist Judas im Himmel? Die Bibel sagt was anderes. Ist jemand, der Kinder oder Jungchristen verführt oder vom Weg abbringt, ist er gerettet? Wird ihm vergeben? Meine Bibel sagt was anderes. Diese Leute sagen, Gott vergibt jedem, hat Gnade für jeden. Wird Gott Luzifer vergeben? Nein. Was ist mit den Engeln, die auf der Erde Sex mit Frauen hatten und die Nephilim zeugten? Hat Gott diesen Engeln vergeben, weil er ja absolut für jeden Gnade hat? Nein, das hat er nicht. Oder denkt an die Apostelgeschichte, denkt an das Ehepaar, die ihr Feld verkauften und den gesamten Erlös den Aposteln spenden wollten. Aber in Wirklichkeit behielten sie einen Teilbetrag für sich. Aber der Apostel oder die Apostel wussten es. Und Gott ließ diesen Mann, den Ehemann, vor der Gemeinde tot umfallen. Was war dort mit der Gnade? Wie war das nochmal mit der Gnade? Bekam dieser Herr Gnade? Nein, denn er hatte sie verspielt. Denn er hat den Heiligen Geist belogen. Kurze Zeit später darauf kam auch die Ehefrau und einer der Apostel fragte auch sie, ob sie denn wirklich all das Geld abgegeben hätte. Aber auch sie log. Sie starb ebenfalls direkt dort, wo sie stand. Bekam diese Frau Gnade? Nein, sie bekam sie nicht. Denn auch sie hatte gegen den Heiligen Geist gelogen. Gnade ist keine Proxy-Einstellung. Herodes stellte sich mehrmals zum Beispiel gegen das Wort Gottes. Was geschah? Hatte Gott Gnade mit diesem Herrn Herodes? Meine Bibel sagt nein, denn dieser Herr wurde schließlich von Würmern zerfressen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Gott nicht unermessliche Gnade, insbesondere im Neuen Testament, zeigt, als Jesus zum Beispiel die Hurerin vor der Steinigung bewahrte. Aber auch hier müssen wir genau darauf achten, dass diese Gnade mit einer Bedingung verknüpft war. Denn Jesus sprach zur Sünderin: Steh auf, geh nach Hause und von nun an sündige nicht mehr. Im Alten Testament zum Beispiel war es gang und gäbe,
dass solche Frauen gesteinigt wurden. Da gab es keinerlei Gnade. Untreue gegen den Ehemann wurde dort mit Steinigung durch das Volk bestraft. Aber, ich gehe sogar noch eine Stufe weiter, auch der Respekt, also der mangelnde Respekt der Kinder gegenüber den Eltern, war ein nicht zu unterschätzendes Gesetz. Lehnten sich die Kinder zum Beispiel immer und immer wieder gegen die Eltern auf, rebellierten diese und nutzten Selbstzüchtigung der Eltern, nutzte das rein gar nichts mehr, gab es dafür ein ähnliches Gesetz. War der Ungehorsam der Kinder gegen die Eltern so groß, dass die Rechtschaffenheit des gesamten Dorfes in Gefahr war oder gestört wurde, dann sagten die alten Gesetze ebenfalls, dass die Kinder vors Dorf gebracht wurden und dort vom Dorf gesteinigt wurden. Und wie gesagt, ich betone es nochmal, mir geht es nicht darum zu behaupten, Gottes Gnade wäre nicht gewaltig. So ist es nicht. Mir geht es aber um Folgendes. Jesus hat alle Christen dazu berufen, das Evangelium zu verkünden. Das Evangelium ist jedoch die komplette Bibel. Nicht nur die schönen Stellen, die Blümchen und Bienchen, sondern auch die Verse, die uns grausam oder vielleicht sogar ungerecht manchmal erscheinen. Auch die sollen wir der gesamten Welt verkünden. Aber genau das ist es, was der Großteil der Christen nicht mehr tut, nicht tun will. Weil sie eben im Irrglaube leben, dass Gott ein antiautoritärer Vater ist oder sei. Aber das ist der wirkliche Gott der Bibel nicht. Und auch Jesus ist kein antiautoritärer Sohn. Auch er lässt uns nicht alles durchgehen, lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen, immer und immer wieder. Lesen wir mal dazu, Lukas 14, 26 zum Beispiel. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Hört sich das danach an, als würde Jesus sich von uns auf der Nase rumtanzen lassen? Klingt er für euch wie jemand, dessen Wort man ja nicht so genau nehmen muss? Klingt dieser echte Jesus der Bibel wie jemand, dem man immer und immer wieder ungehorsam sein sollte? Ist man dann wirklich noch sein Jünger, wie es da heißt? Wird euch nun vielleicht klar, dass 80% der Christen sich in der Tat ihren eigenen Jesus gebastelt haben? Und ihr gebastelter Jesus, das Wort ihres gebastelten Jesus, ist kein zweischneidiges Wort, wie es die Bibel sagt, sondern ihr Jesus, sein zweischneidiges Schwert besteht aus Wackelpudding. Ich möchte hier noch ein weiteres Beispiel dafür zeigen, dass wir mit der Gnade Gottes nicht herumasen sollten, sondern wir sollten es todernst nehmen. Es ist Lukas 19,27. Dort sagt Jesus: Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Diese Worte von Jesus, die werdet ihr in keiner Gemeinde hören, die werdet ihr in keiner weltlichen Kirche hören. Denn mir fällt auf, mehr und mehr fällt mir auf, dass immer nur noch die schön klingenden Dinge der Bibel gepredigt werden. Die Jesus sagte, immer die schönen Dinge, die Jesus sagte. Und genau diese Dinge möchten die Sünder hören. Sie wollen hören, dass sie immer und immer wieder sündigen können. Und dennoch ist ihnen ein warmer, kuscheliger Platz im Paradies sicher. Und so kommt es, dass wir Millionen und Abermillionen von Scheinchristen haben, die keine einzige Sünde abgelegt haben, seit sie neugeboren wurden. Sie wollen es auch gar nicht. Und diese Menschen leben nach wie vor vollkommen in der Welt. Und sie lieben sämtliche Dinge der Welt. Warum? Weil andere Scheinchristen, die ebenfalls sündigen,
und andere Gemeinden dieser Welt es ihnen so gepredigt haben. Und auch die weltlichen Kirchen es ihnen so predigt. Kommt ruhig als Hurer, kommt als Homosexuelle, kommt als Transvestiten, kommt als Lügner, kommt als Drogenabhängige, kommt als Mörder, kommt als Säufer, kommt als Abtreiber, als Verleumder. Jesus nimmt euch so, wie ihr seid. Und Jesus liebt euch auch so, wie ihr seid. Und Jesus lässt euch so, wie ihr seid. Das ist ein absolut antiautoritäres Denken. Es hat und wird weiterhin Millionen von Christen direkt ins Höllenfeuer hinein katapultieren. Es wird sie direkt ins Höllenfeuer katapultieren und jeden, der so ein falsches Evangelium predigt, wird sehr wahrscheinlich ebenfalls im Höllenfeuer enden, wenn er nicht rechtzeitig Buße tut und umkehrt. Denn dieses Evangelium, was sie da predigen, ist angepasst an dieser Welt. Doch ändert es nichts daran, dass dieses Evangelium nicht biblisch ist, dass es falsch ist. Und ich wiederhole es nochmal. Ja, Gott hat Gnade. Ja, Jesus hat sich für uns zu Tode foltern lassen. Doch sollten wir niemals denken, dass wir dieser Gnade und diesem Opfer leichtfertig gegenübertreten sollten. Jede Sünde, die er leichtfertig begeht, und dabei denkt, ach, so schlimm ist es ja nicht. Jesus ist ja für mich am Kreuz gestorben. Er vergibt mir. Denkt mal darüber nach, wie verkommen und wie vermessen ist dieses Denken, ist dieses Handeln. Beispiel: Wenn ich als Kind des Nachbarn Fenster mit Stein eingeworfen habe oder Geld für Süßigkeiten aus dem Portemonnaie meiner Mutter gestohlen habe, dann legte mein Vater mich übers Knie und es geschah zu Recht. Es war gerechtfertigt. Schon ganz früh als Kind sollte man lernen, dass falsches, egoistisches Verhalten immer Konsequenzen nach sich ziehen. Den Hintern verhauen bekommen zu haben, heißt nicht, dass die Eltern einen nicht lieben. Im Gegenteil. Sprüche 23, 13 sagt: Lasst nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so wird er sein Leben behalten. Du schlägst ihn mit der Rute, aber du errettest ihn vom Tode. Hier wird natürlich nicht die Gewalt der Eltern gegen die Eltern, gegen die Kinder proklamiert, sondern es ist eine ganz einfache Lehre voller Logos. Wenn ein Kind im Alter von 12 Jahren die eigene Mutter schlägt und das Kind sieht, dass es die Mutter ins Gesicht schlagen kann und es hat keinerlei Konsequenzen für das Kind, wird das Kind nie, auch später als Erwachsener, niemals seine eigenen Taten hinterfragen oder gar reflektieren. Wenn die Mutter aber das Kind, welches ihr der Mutter gerade ins Gesicht geschlagen hat, anschließend übers Knie legt oder noch besser, der Vater das Kind übers Knie legt und ihm mit Patsch, Patsch, Patsch zeigt, dass das Kind seine Grenzen weit überschritten hat, dann wird das in Zukunft eine Lehre für das Kind sein. Und zwar eine Lehre, die es nie vergessen wird. Und genauso sieht es auch im Glauben aus. Wenn der Mensch sich gegen die Ordnung Gottes stellt, dann hat das Konsequenzen vor Gott. Und je nachdem, wie groß die Sünde ist, wie groß die Rebellion gegen Gott ist, dementsprechend sieht auch die Strafe aus. Im Beispiel von Adam und Eva war diese Strafe sehr hart, aber gerecht. Auch sie bekam keine Gnade. Warum erwähne ich, dass die Strafe gerecht war?
weil Gottes Entscheidungen und Urteile immer gerecht sind, auch wenn wir es oft nicht sehen wollen oder nicht sehen können. Viele Christen wollen dieses Prinzip aber nicht verstehen oder sie können es nicht verstehen, weil sie selbst keinerlei Autoritäten kennen, sie haben keinerlei Autoritäten, sie lehren dies falsche Evangelium in Gemeinden, in Videos und auf Facebook. Sie predigen Gnade, 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 Liebe, Gnade. Gott schaut immer weg, Gott vergibt alles, aber durch diese falsche einseitige Lehre wird niemand zur Buße bewegt, wird niemand zum Umkehren bewegt, wird niemand zu Jesus geführt. Denn Gott straft, Gott schaut nicht weg. Bei unseren Sünden schaut er nicht weg. Bei unseren Übertretungen schaut er nicht weg. Und er drückt auch nicht ständig alle seine Augen zu. Jede unserer Sünden hat bestimmte Konsequenzen. Gott wird uns nicht immer sofort bestrafen, weil wir dürfen auf keinen Fall denken, dass wir leben können wie in einer Anarchie. Denn Jesus ist ja für uns am Kreuz gestorben und jede unserer Sünden ist per Proxy automatisch vergeben. Diese Lehre stammt nämlich direkt vom Satan. Es ist nicht die Lehre der Bibel und es ist nicht Logos. Denn bevor ich nun langsam zum Ende komme, möchte ich noch ein Beispiel aus der Bibel bringen. Und zwar Sprüche 20,30. Man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit ernsten Schlägen, die man fühlt. Die Lenore-Christen von heute sind mit der verweichlichste Haufen von Heuchlern, die mir jemals begegnet sind. Und ich muss es leider so ausdrücken. Jemand postet auf Facebook, zum Beispiel wie ein Satanist, mitten in einem Musikvideo irgendwelche satanischen Rituale vorführt, direkt vor Kameras. Das Publikum ist zu dumm, es zu sehen, zu blind. Und sagen wir mal, ein echter Christ postet das auf Facebook, prangert das an. Und sofort werdet ihr sehen, springen 10 scheinheilige Pseudochristen aus ihrem Schlangennest hervor. Und schreiben, denkt dran, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Denn Jesus kam, um alle Sünder zu retten. Nein, das ist Kokolores. Jesus kam nicht, um alle Sünder zu retten, sondern nur jene, welche Buße taten, welche umkehrten. Ein echter Christ sieht das Böse und er zieht es ans Licht. Er sieht einen Spaten und er sagt zu den Leuten, dies ist ein Spaten. Und er sagt es ohne Honiglappen und ohne mit Watte um sich zu werfen, sondern ein echter Christ sagt genau das, was er sieht. Er sieht das Böse und er zieht es ans Licht und er sagt, dies ist böse. Und er sieht, und sieht ein Christ einen Sünder, der sündigt, dann weist ein echter Christ diesen Menschen zurecht. Und er ruft ihn auf zur Buße. Und wenn der Sünder das einsieht und Buße tut, dann ist alles okay. Aber greift euch der Sünder an oder andere Sünder, die dabei stehen, die sich selber in ihren eigenen Sünden gestört fühlen und sagen sie euch, du darfst nicht richten, auf dass du selbst nicht gerichtet wirst, dann sagt ihnen, sie sollen ihren sündigen Mund halten. Sie sollen ihr Milchfläschchen nehmen, inklusive ihrer Bibel, und sich ganz nach hinten setzen. Und sie sollen sich dort auf ihren Hintern setzen und so lange in der Bibel lesen, bis sie den Unterschied zwischen Zurechtweisung und Verurteilung kennen. Sprüche 15,10. Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung. Und wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben. Insofern, wenn ihr einen Sünder zurechtweist und er euch deswegen angreift, dann erkennt ihr an seiner Reaktion, dass er immer noch in einem gefallenen Zustand ist. Lasst ihn liegen. Gott wird ihn weiterbrechen. Gott wird ihn leiden lassen, bis der Sünder irgendwann seine eigene Dummheit, seine eigene Rebellion erkennt,
bis er eines Tages so gebrochen ist, dass er Buße tut und umkehrt. Oder, zweite Möglichkeit, er rebelliert weiter gegen Gott, bis dieser ihn irgendwann hingibt und ihn sterben lässt, wie es hier trefflich heißt. Nochmal für alle Milchtrinker. Nein, das bedeutet nicht, dass Gott ein böser Gott ist, sondern es bedeutet, dass er ein gerechter und guter Gott ist. Aber er ist kein antiautoritärer Gott. Aber wenn ihr meint, Gott würde euch falsch behandeln, dann habt ihr noch weitere Schläge mit der Rute verdient. Denn ihr müsst es erst noch kapieren. Und zwar müsst ihr kapieren, dass wir Menschen immer im Unrecht sind. Unsere Möchtegern-Weisheit ist Dummheit vor Gott. Wir sind immer im Unrecht. Und Gott ist immer, ich wiederhole, immer im Recht. Und er weiß es immer besser als wir. Gott ist Liebe. Aber die Liebe eines Vaters bedeutet nicht, dass er uns mit Blümchen zudeckt, sondern dass er uns auch hin und wieder die Flausen aus unserem ungehorsamen Fleisch prügeln muss. Bis zum nächsten Video. Seid reichlich gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ciao.